So, meine lieben Freunde der Pokémon-Welt und generell der YouTube-Welt und generell, ich bin gerade froh, ich habe mit Deoxys das letzte Spiel geschafft. Und ja, jetzt müssen wir noch ein paar Freunde besuchen und quatschen mal mit Celebi. Guten Tag, ich bin Celebi. Ich habe das Geschehen im Park die ganze Zeit im Auge behalten. Du bist echt eine Wucht, wie du dich mit allen Turbo-Hangeln amüsiert hast. Toll, wir beide sind jetzt auch Freunde. Lass uns fangen spielen. Ich zeig's euch einmal. Also dann, dir werde ich zeigen, wozu ich in der Lage bin. Ich werde euch nicht versprechen, dass ich's kriege. Und müssen wir auch nicht, hoffe ich. Ich glaube, man muss den perfekten Sprint hinbekommen. Oh, komm schon! So, los! Oh, okay, wir haben es geschafft. Sehr schön. Und ich habe mir natürlich die ganzen Fundorte mal aufgeschrieben. Unglaublich, mich einzuholen, obwohl ich alles gegeben habe. Jo. Aha, habe ich dich gefunden, Dirachi. Du bist also nicht in der grünen Zone, sondern hier. Okay. Als ich meine Augen öffnete, befand ich mich plötzlich hier. Ich habe gesehen, wie ihr euch beim Lianenhop mit Bisaflor vergnügt habt. Wir sind doch jetzt ebenfalls Freunde. Lass uns da ja auch spielen. Lass uns fangen spielen. Okay, ich probiere es einmal. Hihi, lass uns beginnen. Wieder kann ich nicht versprechen, dass ich es schaffe. Aber mal schauen. Nicht gegen Braunzong laufen. Na komm. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Scheißendreck. Das. Oh, es ist in mich reingelaufen. Okay, danke, Hierarchie. Sehr freundlich von dir. So. Yay. Ich war mir eines Sieges so sicher. Lass uns wieder mal spielen. Okay, damit haben wir Hierarchie abgeschlossen. Wir gehen jetzt auch instant zum nächsten, nämlich zu Groudon, dem guten. Oh, falsch abgebogen. Dem guten alten Meister des Bodens und Feuer. Er soll ja, na, gegen Suicune ist er schon gegen, wie hieß es denn, Rayquaza und Groudon und wie hieß es denn? Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall sollen die beiden ja die Erde erschaffen haben. Wunderwegs, ich möchte Richtung Magma-Zone, denn das habe ich schon gesehen. Und ich bin echt ganz froh darüber, dass ich schon gesehen habe, dann weiß ich schon wohin. Gut, Groudon zu übersehen ist auch etwas schwierig, wenn man vor ihm steht. Er ist nicht so klein wie dieser Name. Hierarchie, würde ich sagen. Da ist er nämlich schon. Hey Groudon. Yo, was geht ab, mein Freund? Hallo. Die Magma-Zone hat das urzeitliche Antlitz des Poképarks am ehesten bewahrt. Die jetzige Gluthitze kommt mir zudem sehr entgegen. Nein, hast du Lust auf einen Wettstreit? Lass uns ein Kämpfchen wagen. Okay. Ja, dann spiel mit mir. Okay, muss ich ihn noch besiegen, um sein Freund zu werden? Weil er fehlt mir noch in meiner Liste. Ja, Titter! What the? Der könnte eine Herausforderung werden. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Man muss nur reagieren. Und dann geht Groudon sogar. Hoffe, er sagt jetzt, wir sind Freunde, weil immerhin habe ich hier auch das gemacht. Da bleibt mir die Spucke weg. Du bist einsame Spitze, dass du den Pokéball gerettet hast. Meine Hochachtung, einfach klasse. Wir können Freunde werden, sobald du alle Bonusleistungen bei dem Felsenschmetterling geknackt hast. Nein! Deswegen, ich habe Felsenschmetterling vergessen. Oh, okay, ich darf noch mal rangehen. Okay. Dann fehlt uns jetzt nur noch einer. Und zwar, wo soll es hingehen?
gehen wir in die Spukzone und ab geht die Post. Hui, und ich zeige euch Suikune. Das heißt, ich muss den Felsenschmetter noch machen. Stimmt, das war bei Logok. Ah, okay. Okay. Alles kein Problem. Aber jetzt holen wir uns noch Darkrai, dass das wenigstens abgeschlossen ist. Damit ich euch die alle gezeigt habe. Das stimmt. Ja. Stimmt. So. Wir müssen jetzt in die große Halle. Denn dort wartet Darkrai auf uns. Darkrai, wie auch immer man es betonen möchte. Das steht ja jedem frei. Eigentlich sollte er hier sein. Und ich habe ihn doch letztens gesehen.